Löwentiger? Versuch's mal mit Bürolöwen. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese Miezen an die Arbeit gehen. Auf nicht so leisen Pfoten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau! Die Bürolöwen. Jetzt täglich auf Bungle Kids. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Ja, und damit herzlich willkommen hier. Ich wollte jetzt den Radiosender nicht unterbrechen. Radio 2Point. Ja, wir sind hier im Wellen 9 angelangt. Wir müssen jetzt 50 Patienten gesund bekommen mit einer Heilungsrate natürlich von 70%. Also die vorletzte Welle. Schauen wir mal, wie das denen hier gelingen wird. Ich würde wirklich sagen, wir sind jetzt da schon an einem krassen Limit angelangt. Finanziell angeht, gebe jetzt einmal nämlich nichts aus. An der Aufnahme wird ein Assistent benötigt. Sind aber alle da. Doktor hat jetzt viel zu tun. Monobiste. Aber einer zu wenig. Einer zu wenig von fünf. Arzt zur Psyche, Arzt zur Psyche, Entschuldigung, Arzt zur Psyche. Ich finde das gar keins mehr. Oder? Hab dich! Gesundheits- und Sicherheitsinspektor Jay Chopsworth wurde gestern beim Betreten des Grand Hotel Deponia in Crockle Bay beobachtet. Heute Morgen soll er das Etablissement schreiend verlassen haben. Das war wohl zu erwarten. Individuell gestaltete Kunstwerke sollten geschmackvoll und vorzeigbar sein. Was soll ich tun? Dann ruf auch Schaden, würde ich. Gebiet, wenn ich finde. Haltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Aufgeblasenes Ego. Interessant. Prozentmaß. Dritten Mal Arbeitgeber des Jahres. Nenne ich mal Supi Dupi. Die lieben mich. Okay. 19 Patienten sind es auf jeden Fall noch.
50.000 brauchen wir für den Kredit zurückzahlen. Ich würde nämlich gerne den zurückzahlen, natürlich, weil das sind dann noch zusätzlich 5.000 pro Monat. Und für die letzte Welle auch. Natürlich hilfreich werden, die zu haben. Plus. Da kommt halt noch was dazu. Die Biester finde ich ja gar nicht. Also, keine Ahnung, wo die sind. Nee, die dann nicht. Die Aufgabe gleich. Unnötig. Nichts da. Nehmen wir nichts da. Nur ich so, oder werden die spitzen Berge immer weniger spitz? Wir sollten etwas Geld sammeln, um sie wieder anzuspitzen. Ich meine, wer will schon im Schatten der stumpfen Berge wohnen? So. 76.000 Kredit. Also schicken leider. Wir warten aber jetzt noch, bis der März vorbei ist, Endabrechnung, dann schauen wir, wie viel überbleibt. Wenn es ist ausgeht, zahlen wir aus, wenn nicht, weil es sind nur mehr 3 Patienten und ja, wird nicht besser. Wir machen es gleich, weil dann zahle ich ja die 5.000 wieder. Und nächstes Monat ist es schon wurscht. Ein Patient noch, wo ist er? Da ist er, beim Arzt. Bei Dr. Sally. Dr. Sally, zufrieden mit ihm? Schickt ihn auch nach Hause. Nein, er schickt ihn in die Apotheke. Apotheke übernimmt den Mann. Gut, und dann haben wir wieder welche geheilt. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Verdiene 100.000. Halt minus die 10 Tage. Aber das ist egal, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Weil wir haben eben, ja genau, die Stationspatienten. Kommen jetzt alle gleich. Und wir starten in die letzte Welle. Nächster Tag, Welle in einem Tag. Nächste Welle beginnt. Es sind 5. 50 Heilungs... Also wir haben 55 Leute bekommen. Wir werden jetzt alle reindrudeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, geht dahin. Macht euch bereit, meine Lieben. Schöne Beförderung nehmen wir gleich. Dann müssen wir schnell haken. Denn wir sind ordentlich im Minus. Also wir können jetzt hier nicht viel mehr retten. Es ist die letzte Welle, die wir verstehen müssen. Wir gleich nach Hause, brauchen wir hier nicht eben für Platz weg. So, passt. Geld steigt auch, 86. Auch, dass ich mir ein Hobby suche. Also Inspektor kommt. Versucht. Habt ihr euch je mit einem kleinen Messer an ein Stück Holz gesetzt? Hören? Das ist wirklich sehr befriedigend. Aber wie viele Holz? Einer noch, dann haben wir da mal was. Rauchen. Die Suche geht weiter. Ja, haben wir auch verdient. Während des Besuchs des Gesundheitsinspektors weniger Salat und mehr geheilt auszusehen. Na, 30 Tage, 42.000. Wird eng hier. Müssen wir jetzt ordentlich Cash machen. Viel in die Psychiatrie mit euch. Viel in die Apotheke mit euch.
Das wär's einmal. 29.000. 24.000 sind wir. Gleich sind wir bei 20 Tagen. Irgendwen habe ich jetzt befördert, ja, den Doktor, die Psychiaterin. 18.000, 19 Tage, es soll sich locker ausgehen eigentlich, denn... sagt, wir haben hier... ja, 9.000, 8.000 sind 13 Tage, jetzt geht's hier aus, jetzt schicken wir sie alle nach Hause noch. Wir haben auch schon 8 von 55 geheilt, 45 Patienten sind noch hier. Das wird doch noch spannender, als ich gedacht habe jetzt. Ja. 41 Patienten noch. Machen das eigentlich ganz gut. Ein geiles Gehalt jetzt noch. Hau raus, was geht. Oh je, einer stirbt. Nacheinander geht das jetzt hier. Sie sehnen sich schon lange nach diesem ganz besonderen Ort, der die Coolness der Stadt mit ländlicher Idylle vereint? Jetzt haben Sie ihn gefunden. Willkommen in Camouflage Falls, demnächst im Two Point County. Camouflage Falls. Wir haben nichts zu verbergen. Das ist Radio Two Point. Viel los ist auf jeden Fall, aber wir haben noch 26. Instandhaltung der Topferei erforderlich. Wir sind 5, 6 gleich auf der Station, die haben wir locker. Töpferei muss einer, der wird auch gleich kommen. Geht wieder einer, 22 sind jetzt noch. Einer stirbt beim Rausgehen, nicht leibend. Weitere 3 Mitarbeiter in 180 Tagen, das wäre sogar möglich. Ausgaben rattern eigentlich im Keller. Das haben wir gut im Griff. Da haben wir noch Sachen. Bitte gesammelt. Die letzten 12 Monate bringen uns noch immer das Plus. Also sind da immer gut dabei. Also kann man nichts beschweren. Keine Krankenpfleger, nicht sicher, Krankenpfleger. Noch. Ich habe jetzt noch einen Kurs gemacht. Die Diagnostik. Wir halten das 60%. Sechs noch. Wir sind bei 67%. Marketingdirektorin Stephanie ist für einen Lehrgang zum Hanf-Naturzirkel gefahren, aber anscheinend war das nur eine Baumschule. Viel gebracht hat es also nicht, aber sie kam mit einem hübschen Bubikopf zurück und ein paar Pflanzen hat sie auch gekauft. 5 noch. Hier noch? Und noch wen jetzt? Drehen wir noch an. 3 haben wir noch.
Eine, glaube ich, beim Arzt irgendwo. Oh nein, da, ja, genau. Was? Auf zweite, ja, aber das ist der letzte Patient. Der einen langen Weg hat. Aber jetzt sollte es dann eigentlich auch Charlie Strong geschafft haben, gesund zu werden bei uns. Ja, uns jetzt geschafft. Sehr entfesselnd. Bonus. Karte öffnen natürlich. Also wir haben es geschafft. Das war es auch mit der Folge jetzt natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann werden wir eventuell da jetzt ein neues wieder beginnen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao. Baba. Bitte euch.